natürlich klarer Favorit gegen Patrick Baumann. Aber wie war das noch mit dem Abwehren von Satzbällen? Wie gesagt, gegen Samsonov waren es 12 insgesamt. Allein der eine Durchgang in dem Ball, in dem Baum 3:9 und 5:10 zurücklag. Viertelfinalabend. Immer wieder versucht er vor allen Dingen mit der Rückhand offensiv an die Aufschläge von Timo Boll heranzugehen. Und wehrt auch den zweiten Satzball ab, Patrick Baum. Aber für Timo Boll gewann den Durchgang mit 11:5, 2:0 Satzführung, also. Und jetzt wird es höchste Eisenbahn, wenn er noch was geht. Über den Österreicher Robert Gardosch, über den Russen Alexei Smirnov gegen den Weißen. Deutlich vor ihm stehen. Und eine gute Serie von Patrick Baum. Ich tue mit seinen Topspins. Aber das ist klasse, was Patrick Baum jetzt spielt. Kommt ja aus der. Ausnutzt. Sehr gute Platzierungen von Patrick Baum in diesem Ballwechsel. Und da sind die ersten drei Satzbälle für den 23-Jährigen in diesem. Gespielt mit einer 9:1 Serie macht Patrick Baum aus einem 2:6 ein 11:7 und gewinnt den dritten Satz gegen Timo Boll. Das sollte ja auch jetzt sein Selbstbewusstsein noch mal nachhaltig gestärkt haben. Der Anschluss für den Augenblick bereits 5:1 geführt, der Weltranglisten Zweite. Baum auf 6:7 wieder heran, dann nahm Boll die Auszeit bei 7:6 und macht den ersten Punkt nach diesem Timeout. Zu hoch ist und das ist jetzt so eine Phase. 4 Satzbälle für Timo Boll. Das Timeout also zum genau richtigen Zeitpunkt genommen von Timo Boll. Er hat gemerkt, als Baum sich da wieder rangespielt hatte, wieder eine tolle Serie hingelegt hatte. Das wird ja jetzt gefährlich. Das ist eine Phase, in der auch dieser Satz kippen könnte. Und das wollte Boll um jeden Preis. Dass die deutsche Nummer 5 das EM-Finale im Einzel erreicht, das zeigt natürlich, wie dominierend die deutschen Männer sind.
auf dem Kontinent sind. Zieht er recht früh die Reißleine, schon bei 3:4, will da gar nicht. Sowski. Danach keine einzige Niederlage bis zu diesem Finale. Und gegen was für Gegner? Ich habe sie vorhin ja schon mal aufgezählt. Gewonnen. Das hat er heute zumindest schon mal geschafft, aber er wollte mehr. Und Jörg Rotzkopf, der Bundestrainer, hat schon wird nach 2002, 2007 und 2008. Und da ist der erste Matchball für Timo Boll. So drei. Diese Rekorde interessieren mich nicht. Das schaue ich mir vielleicht später mal an, wenn ich aufgehört habe, Tischtennis zu spielen, sagt Timo Boll. Für mich zählt der Augenblick. Für mich zählt der Augenblick des Triumphs. Das Genießen des Sieges und alles andere ist zweitrangig. Er ist immer noch titelhungrig, holt seine 13. EM-Goldmedaille, seinen 4. Einzeltitel in Ostrava. Der hochverdiente Sieger dieses Turniers. Aber auch Patrick Baum ist ein großer Sieger. Diese Silbermedaille ist für den jungen Mann Gold wert. Es ist sein internationaler Durchbruch bei den Herren. Bronze, Platz 3 für Christian Süß. Die deutschen Männer holen Gold mit der Mannschaft. Boll Süß gewinnen, Doppelgold. Die Damen gehen diesmal leer aus nach der WM-Bronzemedaille im Mai in Moskau.